Hallo, heute gibt es italienische Fleischbällchen aus dem Bratschlauch. Der Bratschlauch hat Vor- und Nachteile. Vorteil, kostet wenig. Und was noch wichtiger ist, er braucht wenig Platz. Man packt die kleine Packung in eine Schublade und gut ist. Vieles, was man im Bratschlauch machen kann, das geht auch im Römertopf. Ich habe 2 Römertöpfe und die brauchen schon etwas Platz. Auch hinterher in der Spülmaschine. Und sie sind sehr empfindlich. Ton ist eben kein Edelstahl. Der Nachteil beim Bratschlauch ist, dass das Handling, man muss schon vorsichtig sein. So, dann fangen wir mal an. Eigentlich geht es ganz schnell. Es muss nicht unbedingt Hackfleisch vom Rind sein, gemischt oder nur Schwein geht auch. Ich mag Rind halt nur lieber. Wie immer kann man das Rezept auch speichern und ausdrucken als PDF-Datei. Link oben in der Info und unten in der Beschreibung. Man kann auch getrocknete Kräuter verwenden, Oregano, Thymian, Basilikum. Das Ganze gut vermischen. Wer mag, gibt noch etwas Paprikapulver dazu, muss aber nicht. Aus dem Hackfleisch formt man dann kleine Bällchen. Ich habe mich hier für 7 entschieden. Kommt ganz drauf an, wie groß man sie haben möchte. Jetzt machen wir die Soße. Da kann man ruhig die gleiche Schüssel verwenden. Kommt gleich alles zusammen in den Bratschlauch. Man kann auch frische Tomaten verwenden. Aber ich muss sagen, so schmeckt es mir doch besser. Mit frischen Tomaten muss man Glück haben. Fand ich nicht so gut. Lag wohl an den Tomaten, es war irgendwie zu wässrig. Knoblauch, wer den nicht mag, lässt ihn einfach weg. Jetzt den Bratschlauch zuschneiden. Ich hatte da jetzt Glück, war mal wieder fast zu klein.
ein Zentimeter weniger und es hätte nicht mehr gepasst. Ich verwende immer den Bratschlauch von Toppets, ja, einfach aus dem Grund, weil hier bei uns gibt es keine andere Marke. Aber ich komme damit gut zurecht, außer ich verschätze mich bei der Größe mal wieder. Wählt man die passende Größe, kann man nichts falsch machen. Die Clips zum Verschließen, die dabei sind, damit kann man auch nichts falsch machen, denn sie haben nur eine Einstellung. So, zuerst kommt jetzt die Soße in den Bratschlauch. Da ich den Bratschlauch ja wie gesagt noch sehr knapp bemessen habe, nehme ich erstmal eine Auflaufform darunter. Für den Fall, dass er doch zu klein sein sollte, dann muss alles erstmal wieder raus und ich müsste eine Nummer größer zuschneiden. Ist die Soße drin, dann gibt man die Hackbällchen auf die Soße. Auf die Hackbällchen kommt dann jetzt noch eine in Scheiben geschnittene Kugel Mozzarella. Ja, dann auch noch jetzt die Seite mit einem Clip verschließen. Die Auflaufform kann weg, hat alles doch geklappt. Knapp, aber es ist alles okay. Das Backblech kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen. So sieht das Ganze nach genau 45 Minuten aus. Alles so gelaufen, wie es soll. Aber ich habe ja gesagt, das Handling ist schon etwas gewöhnungsbedürftig. Das ist jetzt natürlich alles sehr heiß, da sollte man schon aufpassen beim Entfernen von dem Bratschlauch.
So, der Bratschlauch ist weg. Jetzt kann man die Hackbällchen zusammen mit Nudeln oder Reis servieren. Ich habe hier jetzt eine sehr gute Portion mit Spaghetti. Ich gebe noch ein wenig Petersilie und Parmesan darüber. Die Portion ist so gut, da verzichte ich mal auf einen Salat. Ich hoffe, das Video hat gefallen und schaut mal wieder rein. Ein Abo wäre nett. Ich sage dann mal bis dann, ne? Tschüss!